So, Freunde, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Bei der Lösung des Rätsels im nächsten Turm. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Bisschen was haben wir ja schon. Das hat sie ja auch schon aktiviert. Ob wir ihn da schräg nach oben ballern können, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das müssen wir uns anschauen. Nee, das wird nicht funktionieren. Da bräuchte ich natürlich dann noch einen Spiegel. Der was halt von hier nach oben ballert. Ich schau da mal vorbei. Ja, der schießt dann gleich nur runter, ne? Der schießt hoch. Zum Drehen. Das kann es nicht sein. Ja, das ist blöd. Habe ich irgendwann einen Spiegel, Alter. Oh, jetzt haben wir eigentlich was gehabt. Sehr gut. Bisschen herumspielen und läuft schon, ne? Aber Minimum einen zusätzlichen Spiegel brauchst du halt. Sonst geht da nichts weiter. So kommen wir nicht weiter. Geschafft. Oh, die Stacheln bewegen sich nicht mehr. Jetzt komme ich hindurch. Komm raus, einfach gleich in die Fresse. Der hat den Spiegel, Alter.
Oh Mann, Alter, okay. Zwei Spiegel, ne? Aber was muss ich jetzt mit dem machen? Oh lol, okay. Das ist spannend. Was ist jetzt da unten zerbrechen? Ich weiß auch schon, warum die Bolzen, Alter. Aber man muss natürlich rechtzeitig ansetzen, Mann. Hätte jeder da aus, okay. Alter, kann ich hier von der Seite anschießen? Ah, gut. Na, wenigstens von der Seite. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da hoch. So. Geht es jetzt aus? Ja, sicher. Mit Klettern kommen wir da oben rauf. Ja, dann haben wir hier noch, glaube ich, einen Spiegel. Genau, dann stellen wir da hin. Sehr gut. Nächste Freigeschaltung. Auf geht's! Mal sie aufgehört. Blitze, sammelt euch! Ich weiß gar nicht, ob das der letzte war. Aber ich glaube nicht. Gut. Ein einziger Energiespeicher noch. Der jetzt weiß ich halt echt nicht, wo der letzte ist, ne? Aber jetzt zeigt mir das eigentlich an, wo er ist. Beziehungsweise wo er sein sollte. Hier unten. Aber wie kommen wir hier rein? Von links irgendwo, Alter. Wahrscheinlich das simpelste von allen.
Ja. Wirklich. Richtig easy. Und oben erwartet uns das Viech dann. Sehr gut. Alle Energie speichert, damit sollte sich auch der Mechanismus in der Mitte wieder... Oh, die Tür macht Sinn, auf. Du hast den Arm nicht dafür. Let's go. Oh. Ab nach oben. Zeit, das Viech zu finishen. Sieht aus wie so eine Träne, ne? Komm, lad mal auf. Aber das ist nicht das Richtige, mein Gott. Ui, okay. Da kommt jetzt der Kollege wieder raus, oder? Da ist er. Gib doch, Königin. Gib mir, Bruder. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Die hat einen hässlichen Griff, Alter. Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher! Wir brauchen Dinge, die wir nicht verkaufen. Komm, den Wirbel winden bloß nicht zu nah! Oh fuck. Ja, wir müssen was essen. Ja, genau. Alter, der ist wieder auf dem Rechner. Jetzt zeig, was du drauf hast. Ja, ich hoffe, ihn jetzt hin, also bis ich da hinkomme, Alter. Genau, da prügel ich sie mit dem Wedel, Alter. Ich glaube, jetzt holt sich die Kollegen. Ah. Jabba da hat, ey. Sie hat Gitos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Welches Licht, Alter? Wir könnten einen Spiegel einsetzen. Ich habe aber nur so viele von denen.
Alter, die hat echt ein schwerwiegendes Problem mit dem Scheiß. War echt hier runter, der Dreck da. Mal wieder mit. Schreck dich selber gleich ab. Ich habe auch ganz normal durch diese Dinger durch. Aber sie ist am Boden. Jetzt blink! Ah, jetzt habe ich mich nicht. Ich habe auch nicht. Alles in Ordnung? Ja, scheiße. Ich bin gerade im Boden. Und shit. Aber das verstand schon vorbei sonst. Dann. Ben. Ja, da muss ich hier mit dem Laserwerfer was tun können. Bup. Da ist er. Das war beim vorigen Teil auch schon so. Also die gleiche Geschichte, nur anders erzählt. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Jetzt, Baby Girl. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh, grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Okay. Ich bin die Weise des Donners. Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht. Hä?
Okay, gut. Alter, ich sehe einfach aus wie der größte Penner. Link, reich mir deine Hand. Drück den Schwanz in die Hand. Neuer Ring. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue. Jetzt haben wir was für die Luft und zum Blitzen. Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Yes, baby. Gucken, was uns in der Stadt erwartet. Aber jetzt sollte eigentlich deinen Laden auf, also aufmachen. Oh. Sixpack, aber so eine Nase, Alter. Weitere Region befreit. Ehrlich. Yep. Dafür sagt auch die Firma. Oh. Ja, genau. Ach, kein Problem. Ich hoffe, es gibt dadurch Prozente. Wahrscheinlich ist sie auch so in Weise. Und zwar eher wie ein Wort verwenden konnten, doch es muss einfach die Prinzessin gewesen sein, ja. Man droht durch den Sandsturm. Kann ich gerudert werden. Ja, kein Problem. Das heißt, nächste Region. Wie es weitergeht, beim nächsten Mal.